Was Grafenegg von anderen Festivals unterscheidet, ist, dass es bei uns keinen roten Teppich gibt, sondern dass man bei uns über den grünen Rasen geht. Mein Name ist Doris Schmiedl und ich leite die künstlerische Planung und Administration des Grafenegg Festival. Für uns ist der Wolkenturm das zentrale Element eigentlich, wo die Orchesterkonzerte stattfinden. Wir sind ja ein Orchesterfestival, das unterscheidet uns ja von vielen anderen Festivals. Wir arbeiten 2 Jahre an dem Festivalprogramm und es ist dann am Ende des Tages wunderschön zu sehen, wie sich alles zusammenfügt und die Künstlerinnen und Künstler zu uns kommen. Wir hören immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sich sehr wohl fühlen bei uns. Das liegt zum einen an der Natur und zum anderen an den hervorragenden Weinen, die es in der Gegend gibt. Wenn die Teilnehmenden das erste Mal hier ankommen und nach einem langen Auswahlprozess Grafenegg entdecken können, hier gemeinsam proben und arbeiten und auch Konzerte spielen können, das ist schon jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Mein Name ist Magdalena Klamminger und ich leite die künstlerische Planung des Campus Grafenegg. Ein Ziel des Campus Grafenegg ist es, ein neues Level an Motivation zu schaffen, der Teilhabe, der Austausch künstlerischer Ideen und hier Inspiration zu finden. Am Campus Grafenegg kommen internationale Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt zusammen, musizieren hier zusammen, schließen hier aber auch Freundschaften, die als musikalische und auch persönliche Freundschaften oft ein ganzes Leben lang halten. Ich mache eigentlich nur Dinge, die ich eigentlich selbst gerne hier machen würde. Mein Name ist Alexander Malik. Ich bin Chefgärtner hier in Grafenegg. Der Schlosspark Grafenegg ist 32 Hektar groß. Wir haben einen alten Baumbestand. Das Alter wird geschätzt von 300 bis 600 Jahren. Wir pflegen den Schlosspark rein ökologisch nach den Richtlinien von Natur im Garten. Meistens verläuft jeder Tag anders als geplant und es ist immer spannend und man kommt immer sehr gern deswegen her. Grafenegg ist der unglaublichste Ort in Europa, um klassische Konzerte zu erleben. Ich bin Philipp Stein, ich bin operativer Geschäftsführer der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft. Wir veranstalten Konzerte und wir pflegen einen Park. Dafür brauchen wir viele Spezialistinnen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen und diese Zusammenarbeit funktioniert bei uns wirklich toll. Sponsoren ermöglichen uns, das zu tun, was wir uns sonst finanziell nicht leisten könnten. Und darüber hinaus sind sie auch ein wichtiger Spiegel der Gesellschaft, an dem wir überprüfen können, ob das, was wir tun, überhaupt noch relevant ist.